Kind hat Recht auf Schutz vor Gesundheit vor Ort. Es geht nicht darum, die Kinderklinik zu schließen. Jedes Kind hat das Recht auf Schutz und Gesundheit vor Ort. Wir sind von der Grundschule Bergsiedlung. Ich bin dort pädagogische Mitarbeiterin und wir sind heute hier vertreten, die ganze Schule, um dafür mitzukämpfen, dass Zeitz hier bleibt, der Standort. Ja, an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an die Zeitzer Bürger. Ich bin wirklich völlig überwältigt über die Teilnahme, selbst zu dieser zeitigen Uhrzeit. Ja, das Anliegen, denke ich mal, ist klar, was wir hier haben, was alle angeht. Es geht um den Erhalt des Zeitzer Klinikums unter allen Umständen. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir die medizinische Versorgung der Bevölkerung hier aus der Hand geben. Im Prinzip seit 1991 haben wir einen stetigen Prozess erleiden müssen, der dazu geführt hat, dass uns sukzessive Infrastruktur aus der Stadt Zeitz genommen wird. Entweder ganz gestrichen wird oder verlagert wird nach Naumburg. Immer mit der Maßgabe, dass es ja die Konzentration ins Zentrum geben soll. Aber gerade vor den aktuell politischen Entwicklungen, Kohleausstieg und was uns da alles noch in Zukunft bevorstehen wird, ist das einfach nicht akzeptabel. Und ich glaube, das haben die Zeitzer Bürger heute eindrucksvoll demonstriert, dass sie das auch nicht bereit sind, einfach so hinzunehmen. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle nochmal aufrufen, morgen zahlreich um 18 Uhr auf dem Altmarkt zur Demonstration zu erscheinen. Vielen Dank bis dahin. Begrüßungsreden bzw. Ansprachen der einzelnen Personen, die hier anwesend sind. Ich sage einfach mal einen guten Morgen an alle Bürger des Burgenlandkreises und auch an alle politischen Vertreter, die sich heute hier eingefunden haben. Werde ich jetzt hier gleich trotzdem namentlich benennen und da geht es eigentlich auch los. Die Tatsache, dass wir heute die Ministerin Frau Klimbenne zum Ortskamin begrüßen können, zeigt uns, dass wir mit den aktuellen Themen und dem Erhalt unseres Klinikums Zeitz, weswegen wir uns hier alle versammelt haben, nicht nur in der Lokal-, sondern gleichfalls in der Landes- und Bundespolitik angekommen sind. Am 6. Juli 2018 hat die Bundesregierung die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung einberufen. Dazu ist ein Abschlussbericht veröffentlicht worden und dazu möchte ich jetzt ganz einfach, damit der Kontext auch erkennbar ist, kurz vorlesen. Deutschland braucht einen gesellschaftlich breit verankerten Konsens, der einen sozial ausgewogenen und gerecht gestalteten Übergang in ein neues Energiesystem ebnet und für kommende Dekaden sicherstellt. Nur ein solcher Konsens, der von allen Akteuren mitgetragen wird, kann die nötige Planungssicherheit und Verlässlichkeit schaffen und so zum Motor der langfristigen Umstellung des deutschen Energiesystems werden. Die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung betont, dass eine erfolgreiche Strukturentwicklung in den Braunkohlerevieren, und dazu zählen wir uns, denke ich, mal eindeutig, unerlässliche Voraussetzung für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Konsens ist. Im Dreieck um Zeitz, wir sind da also auch namentlich erwähnt, soll eine Modell- und Laborregion Deutschlands und Europas entstehen, in der neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen für das Leben von morgen entwickelt und erprobt werden. Mit einem Zukunftsinstitut Zeitz wird ein Ort geschaffen, in dem das Leben von morgen neu gedacht und entwickelt werden soll. Das Zukunftsinstitut Zeitz soll sich sowohl mit den Fragestellungen auseinandersetzen, wie wir morgen leben wollen, bis hin zu Lösungsansätzen, wie es gelingen kann, den ländlichen Raum besser mit der Stadt zu vernetzen. Das Institut gibt den notwendigen Freiraum, kreativ, querdenkend und innovativ zukunftsweisende Lebenskonzepte zu entwickeln und zu erproben. Bei der Entwicklung dieser Smart-Region sollen die Bedürfnisse der Menschen, ja, ich glaube, das sind wir alle, also es geht um unsere Bedürfnisse, im Fokus stehen. Es geht darum, zukunftsweisende Lösungen unter anderem für die Gesundheitsversorgung, das Bildungsangebot, eine bürgerfreundliche Verwaltung, Mobilität und Daseinsvorsorge sowie die bessere Vernetzung von Stadt und Land zu entwickeln. Ich denke, Sie stimmen mir alle zu, dass das, ich sage es mal so salopp, hochtrabende Pläne sind. Wenn man nun diese Worte
Wenn man nun diese Worte hört bzw. liest, fragt man sich allerdings, wie die aktuellen Entscheidungen in Bezug auf das Klinikum Zeitz damit in Einklang zu bringen sind. Wenn die Wähler, die hier zahlreich vertreten sind, ihre Volksvertretung noch ernst nehmen sollen, müssen sie aufhören, das eine zu sagen und danach eventuell das andere zu tun. Und um nun überzuleiten zu dem eigentlichen Problem, was wir im Moment jetzt hier vor Ort haben, möchte ich ganz kurz einen Brief vortragen, der mich vor kurzem erreicht hat. Also eine Zeitzer Bürgerin, die mir, ich sage es mal so salopp, ihr Herz ausgeschüttet hat. Und ich denke, das schildert ganz gut, was uns erwartet oder erwarten könnte, wenn das eintritt, was wir in den letzten Tagen aus den Medien und aus der Presse erfahren haben. Ich lese ihn einfach jetzt so vor, wie er an mich gerichtet worden ist. Sehr geehrter Herr Lange, normalerweise ist es nicht meine Art, jemanden anzuschreiben, den ich nicht kenne. Und ich hoffe inständig, dass Sie sich diese Zeilen bis zum Schluss durchlesen. Aber ich muss mich zu dem derzeitigen Thema äußern, da ich denke, dass die Geburt meiner Tochter am 22.04.2019 das beste Beispiel dafür ist, dass es Frauen gibt, die nicht genügend Zeit haben, noch in ein anderes Krankenhaus zu fahren. Meine Tochter ist zu Hause zur Welt gekommen. Ich denke, die Dame ist heute unter uns, also der Applaus galt Ihnen jetzt an der Stelle. Ich hatte keine regelmäßigen Wehen, somit konnte ich nicht abschätzen, wann es Zeit gewesen wäre, ins Krankenhaus zu fahren. An dem Tag habe ich abends nur noch zu meinem Mann gesagt, dass ich denke, dass wir jetzt los müssen. Er ging noch kurz ins Bad, als er wiederkam, sagte ich zu ihm, dass es zu spät sei. Ich schaffe es nicht mehr. Er hat sofort den Rettungsdienst und meine Hebamme informiert. Als er aufgelegt hat, merkte ich nur, dass der Kopf unserer Tochter schon kommt. Er rief wieder meine Hebamme an, die eigentlich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus war. Der Rettungsdienst und auch meine Hebamme kamen zu spät. Mein Mann hat meine Tochter auf die Welt geholt. Die ersten, die eintrafen, waren die Sanitäter, die mit der Situation überfordert waren, da sie nicht damit gerechnet hatten, dass unsere Tochter schon da ist. Sie haben meine Tochter auch nicht abgenabelt und wollten lieber auf meine Hebamme warten. Ich musste danach sofort ins Krankenhaus gebracht werden, da ich viel Blut verloren hatte und die Nachgeburt auch noch geholt werden musste. Aufgrund des hohen Blutverlustes konnte meine Hebamme dies nicht zu Hause machen. Im Krankenwagen, und da kommen wir zum Kernproblem, habe ich dann so heftige Nachwehen bekommen, aber der Sanitäter konnte mir nicht helfen, da er meine Tochter auf dem Arm hatte. So musste ich wirklich warten, bis wir im Krankenhaus waren. Nicht auszumalen, was ein Transport von Zeitz nach Naumburg oder in ein anderes Krankenhaus für Folgen für mich und oder meine Tochter gehabt hätte. Unter 30 Minuten ist kein anderes Krankenhaus von Zeitz aus zu erreichen. Und auch in Bezug auf die Kinderstationen hat die Dame etwas beizutragen. Ich habe einen 5-jährigen Sohn, der aufgrund einer Epilepsie zu 100% schwerstbehindert ist. Er hatte im November 2017 einen Status Epilepticus. Und für alle Nichtmediziner, zu denen ich natürlich auch gehöre, zur Erklärung, was das eigentlich bedeutet, um auch die Tragweite klarzustellen. Als Status Epilepticus wird ein außergewöhnlich lange andauernder epileptischer Anfall oder eine Serie von Anfällen bezeichnet, während der Intervall zwischen den einzelnen Anfällen so kurz ist, dass der Bewusstseinszustand nicht mehr erreicht wird. Beim Status Epilepticus handelt es sich um einen Notfall, bei dem unabhängig davon,
ob ein Notfallmedikament zum Beispiel durch einen Rettungsassistenten verabreicht wurde oder nicht, eine rasche Zuweisung des Patienten in eine Klinik veranlasst werden muss. Und ich denke, bei 30 Minuten Fahrzeit kann man nicht mehr von rasch reden. Ja? Und so geht es dann auch weiter zum Brief und dann sind wir am Ende angekommen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass er Epilepsie hat. Aber wenn er jetzt wieder einen Status Epilepticus bekommen würde, müsste er sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier geht es um Leben und Tod. Und da bleibt keine Zeit, noch 30 Kilometer weit zu fahren. Vielen Dank, dass Sie sich diese Zeilen bis zum Schluss durchgelesen haben. Und ich hoffe, dass es wirklich nicht so weit kommt, dass die Frauen-, Geburten- und Kinderstation hier in Zeitz geschlossen wird. Liebe Grüße. Soweit der Brief. Ich denke, die Tragweite ist hiermit sehr gut skizziert. Ja? Und bevor ich jetzt gleich überleiten werde zum Oberarzt-Team, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, Chefarzt, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht degradieren, zum Chefarzt-Team, den ich bitten würde, anschließend an dieses Thema vielleicht auch ein paar Worte loszuwerden, damit das auch nochmal untermauert wird, wie wichtig eigentlich diese Klinik hier für die Region ist. Nochmal der Appell, es klappt bis jetzt ganz gut, ich hoffe, es bleibt auch so, egal was wir hören, bitte bleiben Sie alle ruhig, wir möchten den Protest nicht zerstören, indem wir uns hier selber beistellen. Also vielen Dank erstmal soweit, wir hören uns dann ein bisschen später. Sehr geehrte Zeitzer, mein Name ist Thieme, ich bin seit 11 Jahren Chefarzt der Frauenklinik hier in Zeitz. Es berührt mich sehr, wie viele heute ans Krankenhaus gekommen sind, um für uns, für die Ärzte, für die Schwestern, für die anderen Kräfte im Krankenhaus, aber auch für sich selbst ein Zeichen zu setzen. Ja, die Gynäkologie und auch die Kinderklinik sollen nach Naumburg verlegt werden. Es ist schwierig, eine Gynäkologie unserer Größenordnung kostendeckend zu betreiben. Und zwar warum? Weil die Leistung der Gynäkologie, sei es die Geburtshilfe als auch operative Leistung, nach dem DRG-Katalog sehr schlecht finanziert werden. Eine Geburtshilfe rechnet sich ab etwa 1000 Geburten. Davon ist Zeitz weit entfernt. Davon ist Naumburg weit entfernt. Es kann durchaus sein, dass betriebswirtschaftlich gesehen es notwendig ist, die Gynäkologie an einer Stelle zu konzentrieren. Möglich. Es kann durchaus sein, aber da muss man schon ein großes Fragezeichen dahinter machen, dass es notwendig ist, die in Naumburg zu konzentrieren. Aber dass man in Zeitz von der Kinderklinik und der Frauenklinik nichts übrig lassen will und somit die Lastenverteilung des Sanierungsverfahrens aus meiner Sicht relativ einseitig ausfallen, das ist eigentlich nicht zu verstehen. Dagegen, den Hauptstandort der Gynäkologie in Zeitz zu erhalten. Ich würde gar nicht so weit gehen, dass in Naumburg gar keine Gynäkologie oder Geburtshilfe übrig bleiben muss. Möglicherweise könnte man diese auch als Nebenstelle, zumindest die Geburtshilfe, in einem Rotationssystem erhalten.
eindeutig für Zeit würde sprechen, dass hier seit 10 Jahren ein stabiles Ärztekollektiv in Zusammenarbeit mit den Schwestern für die Schwangeren und für die Frauen sorgt. Stabil, ohne Honorarkräfte. Dass ich in meiner Funktion als stellvertretender ärztlicher Direktor die Version Verlegung nach Zeitz oder Verlegung nach Naumburg betrachtet habe, meine Gedanken dazu angestellt habe. Leider wurde die Option Gynäkologie Hauptstandort in Zeitz nicht diskutiert. Es stimmt weiterhin, was in der Presse steht, dass sowohl ich als auch 3 weitere meiner Kollegen bereits gekündigt haben. Auch bevor Sie jetzt Buh rufen, wir haben gekündigt, weil wir leider keine Chance mehr für den Hauptstandort Zeitz gesehen haben und für den Umzug nach Naumburg nicht zur Verfügung stand. Entscheidung gewesen. Ich persönlich habe mich mit diesem Thema sehr lange auseinandergesetzt und habe mich letztendlich dann für den Weggang in ein anderes Krankenhaus entschieden. Das tut mir für mein Kollektiv, sowohl die Ärzte und Schwestern, sehr, sehr leid. Weil das ist Familie geworden innerhalb dieser 10 Jahre. Und ich glaube, wir haben hier auch eine gute Arbeit abgeliefert und haben, soweit ich das beurteilen kann, auch das Vertrauen der Zeit zur Bürger in unsere Gynäkologie immer erhalten können. Es tut mir auch unendlich leid für dieses Krankenhaus und für Zeit. Ich bin kein Zeitzer Bürger, ich komme aus Frohburg, habe aber die Stadt, das Krankenhaus und die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe in den letzten 10 Jahren, sehr lieben gelernt. Ich gehe nicht leichten Herzens, es fällt mir sehr, sehr schwer. Ich bedanke mich nochmal dafür, dass Sie hier zu uns gekommen sind, um ein Zeichen zu setzen. Kämpfen Sie für Zeit. Kämpfen Sie fürs Krankenhaus und auch für die Gynäkologie. Recht herzlichen Dank an Sie, dass Sie so zahlreich gekommen sind, man überblickt das gar nicht. Und recht herzlichen Dank an die Mitteldeutsche Zeitung und deren Berichterstattung, aus der ich am Samstag erfahren habe, was mit meiner Klinik passieren soll und ab wann. Am Mittwoch, 13 Uhr, hatte ich ein Gespräch, in dem mir mitgeteilt wurde, dass es zu einer Zusammenlegung der Kliniken kommen soll, und zwar der Trend Richtung Naumburg geht. Und da sollte ich meinen Kollegen auch so kommunizieren. Am Donnerstag in einer Belegschaftsversammlung wurden die Worte klarer. Und ich habe da auch ein paar Worte dazu gesagt, aber die möchte ich wiederholen. Ich bin seit 1982 in Zeitz und fühle mich auch so als Zeitzer. Zeit habe ich jetzt zum dritten Mal die Frage auf mich zukommen sehen, Kinderklinik, Naumburg oder Zeitz. Mitte der 90er Jahre wollte man
beide Standorte erhalten. Es geht ausschließlich um das Wollen. Ich habe hier ein Plakat gesehen, was es nicht besser zum Ausdruck bringen kann, worum es eigentlich geht. Keine Hilfe für Mutter und Kind, weil es sie nicht rentabel sind. Das zweite Mal stand die Debatte, da kann ich mich viel besser dran erinnern, vor der Fusion beider Häuser. Das war nämlich der Geburtstag meiner Kollegin in Naumburg, der 17.10., als man ihr, es muss 2003 gewesen sein, in Naumburg bei einer Versammlung mitteilte, es würde ein Gutachten geben, die Hauptklinik steht in Naumburg. Es steht in Zeitz, Naumburg wird geschlossen. Jetzt habe ich es schon ein bisschen durcheinander gebracht. Am 21. März des darauffolgenden Jahres, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, ist mir mitgeteilt worden, April, nein, wir machen das andersrum. Die Klinik bleibt in Naumburg. Zeitz wird geschlossen. Aber immer wollte man sich zwei Kliniken leisten wollen. Um können, glaube ich, geht es ja eigentlich gar nicht. Ich bin auch der Meinung, wenn ich heute hier stehe, geht es nicht darum, ob ein Standort favorisiert wird. Es geht darum, dass es Kinderkliniken an beiden Orten geben muss. Insolvenz nicht raus. Aber warum muss man gerade an den Schwächsten einsparen? Ich frage mich weiter, wer die Kinder nach Sprechstundenende unserer beiden in Zeitz ansässigen Kinderärzte, wovon eine im Dezember dieses Jahres, glaube ich, 67 Jahre alt wird, und die andere, das weiß ich etwas besser, 1958 geboren ist und auch bloß noch 4 Jahre arbeiten muss. Bisher war es so, nach Sprechstundenende war die Rettungsstelle in Zeitz die Anlaufstelle. Wenn es da keine Kinderärzte mehr gibt, stellt sich mir die Frage, wer sich dann dafür verantwortlich zeigt. Denn alle können in den Rettungswagen. Altenburg und auch nicht nach Weißenfels fahren. So viele Autos gibt es gar nicht. Dass niemand nach Naumburg geht, ist wohl bewusst. Der Fakteinfall war zu früh. Ich meinte nicht Ihnen bewusst, sondern denen, die das entschieden haben, die nicht damit rechnen, dass jemand nach Naumburg geht. Das heißt also, die Zeitzer können zusehen, wo sie bleiben. Ich werde das Wort an Herrn Dr. Altmann übergeben. Ich bin bloß noch mal kurz aufs Rednerpult gestiegen. Ich hatte in der Aufregung eines vergessen. Einen Dank wollte ich losschicken. Und zwar in Richtung vom Aufsichtsratsmitglied Herrn Czapek. Das war der Einzige, der sich die Gönn hier in Zeitz angeschaut hat und geguckt hat, ob die wirklich eingestampft werden müsste oder ob wir auch in der Lage wären, Zustrom aus Naumburg als Hauptabteilung zu verkraften. Vielen Dank, Herr Czapek. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer.
Zeitzerinnen und Zeitzer und liebe Gäste aus dem Umland, denn wir reden ja hier nicht nur von einer Stadt, wir reden vom Umland. Dass ich mich jetzt an dieser Stelle schon zu Wort melde, hängt damit zusammen, dass ich aufgrund meines beruflichen Hintergrundes und in meiner Eigenschaft als Landratsvorsitzender Gelegenheit hatte, am Freitag eine Kurzpräsentation des Sanierungskonzeptes im Landratsamt selbst zu hören. Lauter! Meine Damen und Herren, ich hatte Gelegenheit, eine Kurzpräsentation dem Klinikum und den Entscheidungsträgern vorzulegenden Sanierungskonzeptes selbst zu erleben. Und ich kann Ihnen sagen, mit meinem Kenntnisstand, mit dem, was mir dort gesagt wurde, überzeugt mich dieses Konzept in keinster Weise. Ich habe das, um es klar auszudrücken, auch dort in dieser Veranstaltung bereits zum Ausdruck gebracht. Die Nachfragen, die ich hatte, sind nicht zu meiner Zufriedenheit oder gar nicht beantwortet worden. Und ich muss sagen, wenn ich es beurteilen müsste, dann muss ich sagen, dass wesentliche Faktoren, die zum Gelingen einer Sanierung eines medizinischen Unternehmens wichtig sind, nämlich die Frage nach der Akzeptanz in der Bevölkerung bei den Patienten, dem Sicherheitsgefühl von überweisenden Kollegen, die letzten Endes das Klinikum mit Patienten ja auch durch Überweisung am Leben erhalten und nicht zu allerletzt, sondern sehr entscheidend auch, das Vorhandensein von motivierten, qualifizierten und engagierten Fachpersonal, das man nicht mietet, das man nicht liest, sondern das dort an dem Standort angestellt ist. Ich muss sagen, nach meiner Meinung sind längst nicht alle möglichen Optionen erwogen worden. Die Kollegen Schäffertz-Thieme und Schäffertz-Pewes haben deutlich zu verstehen gegeben, dass auch aus fachlicher Sicht es diese Entweder-Oder-Situation seit Naumburg hinsichtlich Gynäkologie und Kinderstation nicht geben muss und auch nicht zu geben braucht. Und es sollte sie auch nicht geben. Wenn Sie also im Verlauf der weiteren Veranstaltung gesagt bekommen, Zahlen sind Fakten und an Fakten kann man nichts ändern, dann bitte ich Sie, zwei Dinge zu bedenken. Einerseits, die Zahlen alleine lassen sich ohne die Menschen nicht umsetzen und ich habe auch hinsichtlich der Zahlen noch meine Zweifel. Und zum anderen, das liegt mir schwer auf der Seele. Ich bin nun auch über 50 Jahre hier in Zeitz in dieser Stadt, ein Mittelzentrum, das auch ein solches bleiben soll. Ich muss Ihnen sagen, heute nicht unbedingt, aber vor 30 Jahren, was die Jahreszahl betrifft, auch montags, kam es auch schon mal dazu, dass Menschen Fragen gestellt haben, die im Vorfeld anders beantworten konnten. Wir haben heute und hier die Erinnerung an den vergangenen Dienstag, als die Frage nach der Zukunft der Gynäkologie gestellt wurde. Sie wissen alle, die dabei waren oder die es nicht wissen, können Sie am Internet nachsehen und nachhören, wie die Antwort ausgefallen ist. Ich musste am Ende feststellen, als ich am Freitag da saß, dass an diesem Tag die Entscheidung für die Entscheidungsträger bereits gefallen war. Und wie man das nennt, das kann man sich ganz leicht selbst. Ich bitte nach wie vor auch darum, dass wir alle gemeinsam, wie das Udo Lange auch sagte, die Emotionen, die uns allen gemeinsam berechtigt sind, nicht so Ausdruck verleihen, dass man uns vorwerfen könnte, wir würden die Ordnung stören. Aber wir sollten eines nicht vergessen, wenn die Glaubwürdigkeit einmal durch Falschaussagen unterminiert ist, dann darf man sich natürlich auch bei anderen Gelegenheiten die Frage stellen, wie belastbar sind die Aussagen. Wir werden die Fragen stellen müssen, wer ist verantwortlich für das Entstehen dieser Situation? Was ist nicht von heute auf morgen über uns gekommen? Was hat eine Geschäftsführung unternommen, um zum Beispiel die Endokrinologie-Situation zu führen? Unter anderem durch die Möglichkeit, in Kooperation mit anderen medizinischen Einrichtungen einzugehen, mit niedergelassenen Kollegen, Überweisern in der Region, auch über die Grenzen des Morgenlandkreises in Sächsen. Jeder weiß ja, dass wir nahe an Thüringen und Sachsen sind. Was hat letzten Endes auch der zuständige Aufsichtsrat des Klinikums in den Jahren vorher gemacht, der es beaufsichtigen soll und nicht gemerkt hat, in welchen Kurs diese Einrichtung geht? Auch diese Frage wird gestellt werden müssen. Und sie wird gestellt werden. Und wenn
wenn ich zum Schluss noch eines sagen darf, auch als jemand, dessen vier Kinder hier auf die Welt gekommen sind, hier in diesem Haus, oder wenigstens die letzten beiden, wären wahrscheinlich nicht auf der Welt, vielleicht auch meine Frau nicht mehr, wenn wir hier gewesen wären, in diesem Haus und von dem Personal auch bei uns gewesen und hochwertig behandelt worden. Ich möchte in Richtung Naumburg, in Richtung Landrat, St. Landrat, aber auch nach Magdeburg zur Ministerin eines sagen. Heute und hier sehen Sie die Stadt Zeitz und die Region, und es sind längst noch nicht alle hergekommen wegen des Staus in der Stadt. Wir sind heute hier und wir werden wiederkommen. Und wenn es sein muss, bin ich überzeugt, werden wir auch nach Naumburg kommen. Und wenn das nicht ist, ein wunderschönen guten Tag, liebe Zeitzer, liebe Gäste, sehr geehrte Frau Ministerin. Ich habe die Aufgabe, für das Aktionsbündnis Zeitz der Ministerin einen Brief zu übergeben, und ich wollte Ihnen zumindest ansatzweise Ihnen Inhalte daraus vorlesen. Sehr geehrte Frau Ministerin, in Vorbereitung Ihres Besuches am Klinikum Zeitz erlaube ich mir als langjähriger Klinikoberarzt, Stadtrat und Mitglied des Aktionsbündnisses Zeitz und Bürger dieser vom Strukturwandel doppelt betroffenen Stadt einige Ausführungen zur Historie, da ich den Eindruck habe, dass die Ausführungen und Informationen in Presse und sozialen Netzwerken, aber auch die Verlautbarung der Geschäftsleitung des Burgenlandkreises und der Sanierung nicht im vollen Umfang der Wahrheit entsprechen. Fakt ist, dass sich das Klinikum Zeitz in den vergangenen 30 Jahren zu einem starken Gesundheitszentrum entwickelt hat und allein die Notaufnahme Anlaufstelle für über 18.000 Patienten im Jahr ist. Die bauliche Infrastruktur des alten Krankenhauses mit Gebäuden aus dem 17. Jahrhundert, die Verteilung auf mehrere Standorte, hat dazu geführt, dass nach der Wende ein Neubau geplant und realisiert wurde. Wobei anzumerken ist, dass bereits dieser in seiner ursprünglich konzipierten Größe eingeschränkt wurde. Es war eben nicht der Verlust des Kreissitzes nach Naumburg, der zur Entscheidung führte, gerade Zeitz einen Neubau für 60 Millionen Euro zu bauen. Im gleichen Zeitraum wurden laut Angaben von Landrat Harry Reiche in einer MZ-Ausgabe von 2009 bis zu diesem Zeitpunkt Investitionen in Höhe von 158 Millionen Euro am Standort Naumburg realisiert. Die Behauptung von einer ausgewogenen Investitionstätigkeit an beiden Standorten muss also entschieden widersprochen werden. Da die Bauplanung für das Klinikum Zeitz in den frühen 90er Jahren erfolgte, ist insbesondere im Bereich der Rettungsstelle die Zahl der Notfallpatienten besonders problematisch. Ja. Von ursprünglich 5.000 Patienten pro Jahr stieg die Zahl der zu versorgenden Patienten auf 19.000 an. Eine Vervierfachung. So wurde 2006 der Beschluss gefasst, die Notaufnahme grundlegend zu erweitern und neu zu strukturieren. Konkrete Planungen liegen seit 2006 also vor. Die Realisierung wurde doch zugunsten der auch notwendigen baulichen Veränderungen am mittlerweile gemeinsamen Standort Naumburg zurückgestellt. Letztlich wurde im Jahr 2016 der Umbau und die Fertigstellung der Notaufnahme in Zeitz für Ende 2016 in Aussicht gestellt. Ein Jahr später wurde bei einer öffentlichen Festveranstaltung im Januar im Beisein von Landrat Götz Ulrich die Realisierung des Umbaus für 2017 in Aussicht gestellt. Während dieser Zeit wurden am Standort Naumburg die klinischen Abteilungen Neurologie, Schmerztherapie und Intensivstation mit Millionenaufwand modernisiert und erweitert. Bauleute und Handwerker suchte man in Zeitz vergebens. So haben die Fraktionen im Stadtrat Zeitz am 14. Dezember die Geschäftsleitung in die Stadtratssitzung eingeladen, um mit Nachdruck auf die notwendige Erweiterung und Umgestaltung hinzuweisen. In seiner Rede kündigte der Geschäftsführer Investitionen in Höhe von 5,8 Millionen Euro für die Erweiterung der Rettungsstelle in den Jahren 18 und 19 an. Mittlerweile sind 2 Jahre vergangen. Es gibt keine Mittel für 2017. Stattdessen wurde im März 2018
Der Bettenhausneubau mit einer Fremdfinanzierung in Höhe von 17 Millionen Euro an Standort Naumburg begonnen. Die Baukosten laufen wohl nach oben aus dem Ruder. Im beschriebenen Zeitraum wurde in Zeitz die stationäre Dialyse beerdigt. Der Mietvertrag mit dem Urologen Dr. Melzer wurde gekündigt. Die radiologische Gemeinschaftspraxis muss jetzt im Gewerbegebiet am Ende der Stadt aufgesucht werden. Die Klinik für Innere Medizin wurde zugunsten der Geriatrie verkleinert. Die Arbeitsbedingungen haben sich dadurch verschwestert und Ärzte verschlechtert. Jetzt soll sie laut Angaben des Konzepts wieder entwickelt werden. Leider ist der Arbeitsmarkt für Internisten leergefegt. Seit einem Jahr haben wir keine qualifizierte Neueinstellung mehr realisieren können. Bettenschließungen sind der Bevölkerung seit Frühjahr dieses Jahres bekannt und betreffen übrigens beide Standorte. Der Schwesternmangel bei untertariflicher Bezahlung spielt neben der politisch gewollten Personaluntergrenzenregelung eine entscheidende Rolle. Unabhängig von den zunehmenden Härten der bundesdeutschen Gesundheitspolitik und der seit Jahren unzureichenden und fehlenden Finanzierung durch die Landespolitik ist eine qualitativ hochwertige Notfallversorgung für unseren Standort unabdingbar. Die Altersstruktur der Haus- und ambulant niedergelassenen Fachärzte wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren in der Region Zeitz zum Zusammenbruch der ambulanten Versorgung führen. Ein entsprechendes Gespräch hat Oberbürgermeister Thieme erst in der vergangenen Woche mit Vertretern der niedergelassenen Ärzte der Politik geführt. Ambulante Kollegen schließen ihre Praxen bereits vor dem Rentenalter. Der Großteil der bereits über das Rentenalter hinaus arbeitenden Kollegen wird in den nächsten 2 Jahren ihre kassenärztliche Tätigkeit einstellen. Niemand, auch niemand, wird ohne Aussicht auf Praxisnachfolge in digitale Praxisinfrastruktur entwickeln und angedrohte Strafzahlung leisten wollen. Damit, und das ist wichtig, wird das Klinikum und insbesondere die Notaufnahme als zentraler Gesundheitsdienstleister überrollt werden. Die Warte- und Unterbringungsbedingungen sowie die Arbeitsbedingungen für Schwestern und Ärzte sind nicht gut. Die Angebote modern ausgestatteter Kliniken in der Nachbarschaft, verbunden mit Kopfprämien bis 10.000 Euro, haben bereits zu einem Aderlass geführt. Fehlende Aussicht auf Besserung wird auch im ärztlichen Bereich zum Weggang von Kollegen führen. Wir haben es vorhin gehört. Sollten die Pläne des Bundesgesundheitsministers zur Schaffung integrierter Notfallzentren 2020 oder spätestens 2021 realisiert werden, bei der lediglich eine begrenzte Zahl von Kliniken für die Notfallversorgung zugelassen werden soll, wird das für den Standort Zeitz eventuell das Aus für die Notfallversorgung bedeuten. Keine Rezepte, Asthma-Spray, alle Insulinpen kaputt, ab nach Gera, Weißenfels oder Naumburg. Alle Rettungstransporteinsätze und Notarzteinsätze haben dann die Großkliniken in Gera, Weißenfels und Naumburg zum Ziel. Damit wird auch die innere Medizin an diesem Standort sterben. Verschärft wird diese Situation auch noch durch die geplante Schließung von Gynäkologie, Geburtshilfe und Pädiatrie an Standort Zeitz zum 1. Januar. Obwohl an Standort Zeitz 5 gynäkologische Fachärzte arbeiten, in Naumburg dagegen nur 2, wird die Geburtshilfe aus der Stadt der Kinderwagen in die Kreisstadt verlegt. Da die Stadt Zeitz neben Pirmasens zu den 2 strukturschwächsten Regionen Deutschlands gehört, fordere ich Sie auf und bitte Sie, Ihrer Verantwortung als Vertreterin des Landes Sachsen-Anhalt gerecht zu werden und eine entsprechende Finanzierung der seit Jahren ausstehenden Baumaßnahmen an unserer Klinik zu gewährleisten. Die Wut, aber auch das überragende Engagement der Bürger dieser Stadt und der Umgebung, die Sie vielleicht spüren werden, haben ihre Wurzeln in mehreren Strukturbrüchen, die aus lokalen und landespolitischen Entscheidungen resultieren. Ich erinnere an die Deindustrialisierung dieser von Industrie geprägten Region nach der Wende, den Verlust des Kreissitzes, den Verlust des Finanzamtes, der Volkshochschule und letztlich der Zwangsfusionierung beider Krankenhäuser in Zeitz und Naumburg. Es ist nicht vergessen, dass Zeitz mit einem Überschuss von 3 Millionen Euro, das Naumburger Klinikum mit einem Minus von 1,9 Millionen Euro schon vor Jahren zu verteidigen gehalten hat. Die versprochenen Synergieeffekte
sind nicht aufgetreten. Die Verwaltung ist kräftig gewachsen, Doppelstrukturen wurden sogar noch ausgebaut und notwendige Investitionen über die Jahre verschoben. Der Lohnverzicht der Pflegekräfte über mehr als 8 Jahre hat eine noch frühere Insolvenz verhindert. Leider hat Aufsichtsrat die bereits 2014 sichtbaren dunklen Wolken nicht wahrgenommen. Es ist auch schon erschreckend, dass die ersten Kohlestrukturmittel für die Umgehungsstraße und die Sanierung des Lamburger Doms verwendet werden. Leidtragende der Entscheidung, die Kinderabteilung und Geburtshilfe zu schließen, sind junge Familien und Frauen. Der Storch hat in Zeitz keine Landebahn mehr. Die Bemühungen um die Ansiedlung von Familien aus Leipzig mit der Etablierung einer S-Bahn-Verbindung ist damit ein schwerer Schlag versetzt worden. Wir wollten Speckgürtel von Leipzig werden. Jetzt werden wir Hungerregion und Altzentrum von Mitteldeutschland. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat schon genug dazu geführt, dass Zeitz zur Ader gelassen wurde. Wir haben genug an Naumburg verloren. In der Zeit nach 1990 haben wir ca. 20.000 Einwohner verloren und die Folgen dieses Strukturbruchs sind bis heute deutlich im Stadtbild sichtbar. Und jetzt kommt der nächste Strukturwandel mit unbekannten Folgen bisher, denn das Gesetz steht noch nicht, es enthält auch noch nicht alle unsere Wünsche, an denen wir seit langer Zeit arbeiten. Keiner weiß, was am Ende dabei rauskommt. Und nun fällt auch noch unser Krankenhaus in Insolvenz. Und was wir als nächstes hören, dass wieder etwas nach Naumburg verlegt werden soll, das wollen wir nicht. Heute vergleicht, der kann auf den Gedanken kommen, dass wir nahezu deindustrialisiert sind. Die Nähe zu Leipzig ist eine Hoffnung und wir wollen eine familien- und kinderfreundliche Stadt sein. Aber wie soll das bitte gelingen, wenn wir keine Geburtsklinik haben? Wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Das nimmt uns Chancen und das wollen wir nicht. Ich möchte das nicht. Daher werden wir Zeitzerinnen und Zeitzer, und ich bin begeistert, wie viele Unterstützer und Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Kinder hier heute versammelt sind. Wir werden dafür kämpfen, dass wir unser Krankenhaus behalten und dass wir zukünftig hier auch Kinder bekommen können. Das ist wichtig. Als Geburtsort stehen wird. Das wollen wir alles nicht und wir werden dafür kämpfen, dass das möglich sein wird. Und sehr geehrter Landrat, Frau Ministerin, ich hoffe, Sie können uns hier Hilfen und Lösungen anbieten, denn letztendlich ist das die Situation, in der wir uns heute befinden, auch ein Ergebnis von Bundespolitik. Wie kann es sein, dass in einer Stadt wie Zeitz es nicht möglich sein soll, noch Kinder zu bekommen und ein Krankenhaus zu unterhalten? Helfen Sie uns, wir werden dafür kämpfen. Vielen Dank. Liebe Bürgerinnen und Bürger aus der Region Zeitz,
bin heute Morgen hier hingekommen, auf Einladung des Landrates, um an einem Arbeitsgespräch teilzunehmen, wo es darum geht, hinsichtlich des Entwurfs, ja, soll ich gar nicht kommen? Also ich denke schon, es ist wichtig, hier hinzukommen. Und es ist wichtig, genau mit der Zeit zu kommen. Ich scheue mich hier nicht, Gesicht zu zeigen. Und ich, nicht nur das Land guckt im Augenblick auf Zeitz, aber es guckt auf den gesamten Burgenlandkreis. Es ist in Deutschland ein Novum, dass ein Landkreis ein Insolvenzverfahren beantragt hat in Eigenverantwortung. Und alle Krankenhausträger gucken sehr wohl darauf, insbesondere die Privaten. Wie schafft es der Landrat, aus den beiden Standorten zukunftsfähige Strukturen zu schaffen und vor allen Dingen, dass das Krankenhaus kommunal bleibt? Und das möchte ich gerne wissen, dass das auch funktioniert. Ich bin hier hingekommen, weil ich im gesamten, das wissen Sie auch aus der Mitteldeutschen Zeitung, immer gesagt habe, ich möchte kein Krankenhaus hier in diesem Land schließen. Aber, ein weiter so, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung des Fachkräftemangels, kann es nicht geben. Wir müssen also Strukturen finden. Wir müssen keine Gewinne machen, wie hier auf dem Bild ist. Aber wir müssen so wirtschaftlich beide Standorte ertüchtigen, dass eine schwarze Null da ist. Und dass es tatsächlich wirklich ein Auskommen für beide Standorte gibt. Was habe ich jetzt vor? Ich werde mit dem Betriebsrat heute reden. Ich werde mit denjenigen reden, die im Aufsichtsrat Verantwortung tragen. Und ich werde nochmal mit denjenigen reden, die im Kreistag hinterher zu entscheiden haben. Das Insolvenzverfahren muss jetzt erstmal durchlaufen werden. Da habe ich überhaupt keine Politik. Sie können mich hier niederschreien, so wie Sie wollen. Ich sag mal so, ich komme aus einem Salzlandkreis, da hat die Vielsprachigkeit dazu geführt, dass alle gegeneinander waren. Und was war das Ergebnis? Eine Privatisierung, und zwar von allen Krankenhausstandorten. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Deswegen habe ich eine weitere große Bitte. Man kann ja toll als Chefarzt hier stehen und sagen, wie toll das ist, zum Erhalt dieses Klinikums zu sorgen. Und Sie sind der Erste. Gemeinsames weitergestalten kann. Wenn es nämlich so läuft, wie es nämlich möglicherweise laufen kann und wie ich schon erlebt habe, dann haben wir hinterher gar nicht mehr die Fachkräfte, um hier bestimmte Stationen aufrechtzuerhalten. Das sollte man immer bedenken.
Ich denke, ich habe deutlich gemacht, worum es mir heute hier geht. Und ich würde jetzt gerne auch das tatsächlich in Beratung gehen und gucken, wie wir das hier hinbekommen, dass alle Standorte hier auch erhalten bleiben. Und vor allem für Zeit auch was Vernünftiges gefunden wird. Sehr geehrte Frau Ministerin, ich verstehe, dass bei uns die Emotionen sehr hoch schlagen und ich freue mich, dass sie bei Ihnen offensichtlich auch hoch schlagen. Sie müssen uns verstehen, wir sind hier in der vorigen Woche belogen worden. Dr. Ulrich Reitmann hat es schon ausgesprochen, er hat es nicht zu Ende gesprochen. Wir haben vorige Woche die Frage nach der Zukunft der Kühn- und der Geburtenhilfe gestellt und es wurde uns gesagt, es ist noch nichts entschieden. Drei Tage später erfahren wir, dass alles nach Naumburg geht. Der Landrat hat vorige Woche gesagt, wir sollen keine Gräben aufreißen. Gründlicher als dieser Beschluss kann man keine Gräben aufreißen. Gesagt, dass wir Naumburg etwas wegnehmen wollen. Das kann jeder in unserer Petition nachlesen. Aber wir wollen uns in Zeitz auch nicht alles wegnehmen lassen. Ich bitte an dieser Stelle auch alle politischen Kräfte in unserem Aktionsbündnis mitzuarbeiten. Nur so haben wir überhaupt eine Chance. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir morgen um 18 Uhr auf dem Altmarkt eine Kundgebung stattfinden lassen. Um allen Bürgern, die heute nicht dabei sein können, auch ein Sprachrohr zu geben. Im Anschluss an diese Veranstaltung können Sie hier gerne auch noch unsere Petition unterschreiben. Unser Ziel ist es, die Grenze zu erreichen, damit wir diese beim Bund vorlegen können. Wir möchten an dieser Stelle natürlich unserem Landrat Götz Ulrich auch die Möglichkeit geben, hier, ich bitte um Verständnis, bitte lassen Sie den Landrat reden, bitte. Schweizerinnen und Schweizer, ich bitte darum, dass Sie mir wenigstens Ihr Gehör schenken. Als Landrat werde ich mich nicht um meine Position zu dem, was hier auf den Schildern steht und was die Forderungen aus Zeit sind, drücken. Ich werde speziell zu den Themen Kinderklinik bzw. Geburtshilfe morgen um 18 Uhr auf dem Markt ganz klare Positionen beziehen. Heute werde ich die Gespräche noch nutzen und morgen den Tag auch. Und Sie können sich darauf verlassen, dass ich morgen um 18 Uhr auf dem Markt, wenn Sie mich lassen, sprechen werde und dazu eine klare Position abgeben. Aber ich lasse das nicht so stehen, dass wir hier nur Idioten am Werke haben, die alles, aber auch alles dafür tun, um den Zeitzer Standort zu schädigen und hier keine möglichst umfassende Versorgung sicherzustellen. In der letzten Woche haben wir hier schon einmal gestanden. Und da hat niemand gelogen, sondern nein. Es ist die Frage gestellt worden, was wird aus der Geburtenstation und der Kinderklinik? Und diese Frage ist in der letzten Woche nicht beantwortet worden, weil, es ist ja bis heute keine Entscheidung getroffen worden. Nein. Also ich weiß nicht, ob Sie mehr wissen als ich, aber offenbar ja schon.
Es ist am Donnerstag und es ist nach wie vor der richtige Weg. Es ist am Donnerstag zunächst das Sanierungsgutachten, das vorgelegt wurde, der Mitarbeiterschaft vorgestellt worden. Und das ist richtig. Wir können nicht als erstes ein Gutachten auf der Straße ausrufen und hinterher die Mitarbeiterschaft informieren. Das ist nicht möglich. Die Mitarbeiter haben als erstes die Möglichkeit, darüber zu reden, auch mit der Geschäftsführung und mit uns. Und der zweite Schritt, der jetzt stattfindet, ist das Gespräch mit der Landesebene, von mir aus auch mit der Bundesebene, ob das, was im Sanierungsgutachten steht, überhaupt richtig ist. Und die Entscheidung darüber, die wird erst durch die Gläubiger gefällt und nicht durch uns. Ich will mich aber nicht drücken vor einer Position dazu, die werde ich morgen beziehen. Jetzt geben Sie uns heute und morgen noch die Möglichkeit, mit der Landesebene, mit der Ministerin über die Probleme zu sprechen. Morgen um 18 Uhr Zeit auf dem Altmarkt oder Neumarkt. Wo sind wir? Auf dem Altmarkt sehen wir uns wieder. Bis dahin. So, liebe Zeitzeuger, ich denke, für den heutigen Tag ist erstmal alles gesagt, obwohl nach wie vor Fragen offen bleiben. Ich hoffe, dass wir tatsächlich des morgigen Abends etwas mehr zu vermelden haben oder erfahren können. Wichtig an dieser Stelle wäre nochmal der Aufruf, tragen Sie es weiter. Alles, was über die sozialen Medien geht, versuchen wir abzudecken. Viele Zeitzeuger Bürger haben auch schon Zettel in den Briefkasten gehabt, aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, gerade ältere Menschen, die von diesem Protest erfahren müssen und von diesen Problemen, die ja speziell auch ältere Menschen mehrheitlich betreffen. Deswegen der Aufruf, kommen Sie morgen sehr zahlreich auf den Altmarkt, sprechen Sie weiter, bleiben Sie uns gewogen. Wir kämpfen für ein gemeinsames Ziel und das alleine sollte uns natürlich als Zeitz auch schon stolz machen. Deswegen, wie gesagt, morgen. Hier vorne, wer das möchte, liegen noch Unterschriftenlisten aus, wer noch nicht unterschrieben hat, die Petition. Wir wollen das ja weitertragen. Kommt bitte hier vorne an den Tisch, kann auch unterschreiben, nimmt auch Zettel noch zum Verteilen mit, was auch immer. Malen Sie Plakate, die Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Damit würde ich diese Veranstaltung jetzt offiziell beenden. Wir haben leicht überzogen angemeldet, ist eine halbe Stunde gewesen. Ja. Ich wünsche Ihnen einen sicheren Nachhauseweg. Es soll alles friedlich bleiben. Wie gesagt, bis morgen Abend. Dann geht's weiter.